Mein Vater, Alex Mason, gab alles auf, was er hatte. Er hat mich verlassen. Um sein Land vor Leuten wie dir zu schützen. Ich hasste ihn dafür. Jetzt bin ich hier. Bei dir. Wir sind also gleich, David. Geformt von unseren Verlusten. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2. Ja, es geht auch bei mir jetzt endlich los. Ja. Ich muss mal schauen. Hoffentlich passen die Soundeinstellungen. Ich habe noch keine Testaufnahme so gemacht. Ich will jetzt hier nur noch die Kartenblättung mit einstellen. Und ich hoffe mal, dass das so passt von Lautstärke. Oh. Ein bisschen lauter. Oh, machen wir mal auf 60. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2. Ja, es geht auch bei mir jetzt endlich los. Ja. Ich muss mal schauen. Hoffentlich passen die Soundeinstellungen. Ich habe noch keine Testaufnahme oder so gemacht. Ich will jetzt hier nur noch die Kartenglättung mit einstellen. Und ich hoffe mal, dass das so passt von der Lautstärke. Machen wir mal auf 60. Obwohl. Oder so. Lassen wir 50 erstmal. Ich werde sowieso nachher mal einen Cut machen. Wie es so aussieht mit der Lautstärke und alles. Und ja. Neue Story auf Your Söldner. Wir haben jeden Winkel der Karte durchsucht. Bis auf diesen Raum.
das denn sicher, ein Schwachkopf? Hey, alter Mann. War Raúl Menéndez heute hier? Sergeant Woods. Raúl Menéndez ist der Anführer von Cordestie. Und der gefährlichste Terrorist seit Osama Bin Laden. Ist Zeitverschwendung. Der ist am Ende. Schnauze. Er sagte nur, mi hermana. Heißt auf Spanisch Schwester, Schwachkopf. Du leidest, du leidest. Du leidest nicht mehr. Macht euch besser auf was gefasst. Er greift an. Wenn es eine Bedrohung der nationalen Sicherheit gibt, müssen Sie uns das sagen. Mach die Kamera an. Dein alter Herr hat sich gut geschlagen in Alaska. Scheiße, Hudson ist aufgetaucht. Dad, ich hab Angst und ich brauche Hilfe. Du bist 7 Jahre alt, David. Benimm dich nicht wie ein Baby. Ich hasse dich. David, warte. Geh zurück zur Armee. Wie damals bei Moms Tod. Lieutenant Colonel North, NSC. Sie kennen bereits Jason Hudson. Was soll das denn werden? Gestern hat ein Geheimteam unter Sergeant Woods Waffenschmuggler hochnehmen wollen. Heute Morgen brach der Kontakt ab. Holen Sie ihn raus, CIA. Was soll das? Castro und die Russen sind überall in Angola. Wir können nicht rein. Die CIA ist da raus. Woods und sein Trupp existieren nicht mehr. Was immer Sie brauchen, Mason, kriegen Sie. Lass David einfach bei Jenny. Wie vorher. Sie hat ihn gern bei sich. Er kommt klar. Dad, du wolltest nie wieder zur Armee. Du hast es versprochen. Es ist Onkel Woods, Junge. Er wird's auch für mich tun. Okay, Missionsbesprechungsbildschirm. Erscheint vor jeder Mission und benennt die Ziele, die Ausrüstung der Mission. Kann durch Drücken von C angepasst werden. Alternativ startet man mit der Standardausrüstung. Ein Blick in die Karrieredaten ist mit R möglich. Okay. Okay, Ziel, retten Sie Woods. Wie konnte ich jetzt anpassen? Ja. Nee. M16, Hallöchen. Empfohlen, okay. Schalten wir, was haben wir denn an MP? MP5, das ist ja super. KU, Uzi. Was haben wir noch? Schrotflinte. Oh. Scharfschützengewehr. Schöne Barrel, dann Dragunov. Pistol. Werfer. Special. Nein, eine Minigun. Eine Armbrust. Das. Okay. Uiuiui. Ne, wir belassen das mal. Sekundäraufsatz. Haben wir nichts. Extra. Zugangskit. Okay. Alex Mason. Ich würde sagen, starten wir einfach mal Level. Sie fanden mich mit einem Spionagesatelliten. Mit einem KH-09. Das Baby scheißt in 12 Meilen Höhe einen Filmkanister aus. Dann kommt eine C-130 vorbei. Schnappt ihn auf 30.000 Fuß. Das war vor der digitalen Zeit. Der Film musste entwickelt werden. Analysiert und abgeliefert. Alles von Hand. Unser Kampf und diesen Kerl namens Jonas Savimbi. Ihr denkt, ich bin der Irre? Dieser Kerl. So, ich werde aber gleich nochmal in der Option nochmal den ganzen scheiß Sound ein bisschen umstellen. So, und jetzt denk, weil ich habe das bisschen leise auf den Ohren. Die Cutscenes und alles, finde ich. Ja, ich habe schon ein bisschen Multiplayer und so gezockt und ja, er ist super. Meiner Meinung nach. Okay.
Savimbi, Sie müssen helfen! Geh kaputt! Das Feuer ist schon. Manchmal kommt jede Hilfe zu spät. Wir müssen hier weg, sonst sterben wir auch noch. Böser Feuer! Die MPLA bereitet einen Angriff vor! Wenn sie einen Kampf wollen, dann bekommen sie einen! Bewegung! Mason, hörst du mich? Was gibt's das? Diese PLA-Truppen nähern sich eurer Position, etwa 1 Kilometer nördlich. Ja, Savimbi führt einen Gegenangriff an. Er hat Eier, das muss man ihm lassen. Was ist mit Woods? Können wir seine Position bestätigen? Sie bringen ihn ständig von einem Ort zum anderen. Wir vermuten, dass Savimbis Leute sich weit bewegen. So, ich werde aber trotzdem fix nochmal Einstellungen in den Sound reingehen. So, Sprachlautstärke, Musik, Soundeffekte, die drehen wir mal schön runter auf 50%. Das war mir nämlich ein bisschen laut. Musik machen wir auch mal auf 60. Gut, machen wir mal die Soundeffekte auf. Sprachlautstärke und Filmlautstärke kann eigentlich passen in der Filmsequenz. Passen die Sprache, Lautstärke der Sprache im Spiel an. Das lassen wir erstmal so. Okay, trotzdem noch ganz schön laute Ohren. Machen wir das mal auf 30. Ebenfalls auf 30. Ups. So, so soll das schon besser. Die Mörser haben aufgehört! Accelerator! Okay. Ein Wiester! Da kommen sie! Da kommen sie, meine Brüder! Kämpf, meine Brüder! Lol, die Fahl ist ja hier Dingens, aber die Sprachlautstärke auch noch unbedingt runter. Machen wir mal 50%. Die Fahl ist ja hier auf Vollauto. Peter, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ah. So hört sich schon besser an. So müssen auch eigentlich die, hoffentlich die ganzen Soundeinstellungen stimmen. Ja, und wie man gesehen hat, ich habe alles auf hoch. Also alles okay. Nur was ich nicht auf hoch habe, sind die Anzahl der Gefallenen. Das habe ich mal ausgemacht. Mason, auf den Mörsertrupps zielen! Weil, ja, keine Ahnung, nicht, dass hier zu viele umherliegen und dann vielleicht das Game in Ruckeln kommt. Und so, ja. So an sich, Black Ops 2 hat sich natürlich grafisch nicht viel getan. Gegenüber jetzt MW3 oder so. Natürlich sind die, Waffen besser detaillierter geworden. Die Mörsertrupps sind so, erledigt. Upsa. Wollte nicht überfahren. Sie haben T-62 Panzer als Unterstützung. Ja, du ja. Musst sie uns vom Hals schaffen. Alter, sind da viele. Weg, 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 weg. Ich setze mich jetzt mal hier hinter. Schalte die Panzer aus, Hudson. Mason, Luftunterstützung auf deinen Befehl. Ja. Leite Angriff ein. Verdammt, wir werden vom Boden aus beschossen. Oh. Ach so, okay. Kann ich hier jetzt so ein Heli fliegen oder wie? Na, schalten die Stationen jetzt aus. Das sind ein paar MG-Laster.